Vielen Dank, Boris. Schön, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich hier fast als Fremdkörper. Ich habe ein bisschen gelauscht heute und unglaublich schöne Designvorträge gesehen. Ich mache jetzt keinen Designvortrag. Ich will ein bisschen über Kommunikation reden. Mein Name ist Lukas. Ich bin Gründer und Kreativchef von C3, Creative Code and Content. Das ist eine Agentur in Berlin. Ich habe vorher als Designer und als Journalist gearbeitet und dann eine Agentur gegründet. Ich bin der Vater von 4 Töchtern. Habe nicht rausgefunden bis jetzt, wie Jungs gehen. Warum das wichtig ist, erkläre ich gleich ein bisschen später. Ich bin ja eigentlich gar kein ordentlicher Editorial Designer mehr. Ich bin irgendwann dann übergelaufen, habe die Seite gewechselt und mache jetzt Medien für Unternehmen, hauptsächlich um meine Lieblingsfeinde zu ärgern, die Werber. Ich möchte aber vielleicht für den einen oder für den anderen von euch interessant erklären, wie wichtig Editorial Design, redaktionelle Denke plötzlich in den Unternehmen geworden ist und kurz anskizzieren, warum das so ist. Zu uns, wir haben, also das ist wirklich ein Riesenladen, ich habe da auch praktisch nichts mehr zu sagen, sind 400 fantastische Mitarbeiter in London, Zürich, Berlin, Stuttgart, Hamburg und jetzt eben auch in München. Ich freue mich sehr. Wir sind im Kern etwa 100 Journalisten und darum gruppieren sich dann 50 Community Manager und Social Media Strategen, 50 Techies, also Coder für Frontend und Backend, fast 100 Designer, Motion Designer, Illustratoren und davon 25 Infografiker. Ich glaube, einer durfte gestern auch schon was aufsagen hier von C3. Um zu erklären, wie ich der kommerziellen Seite verfallen bin, muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Wie sind wir eigentlich entstanden? Wir sind 2000 gestartet, das Editorial Design Studio. Das war unser Vorleben. Wir hatten dann wahnsinniges Glück, weil ich einfach so frech war, bei der FAZ anzurufen, weil ich gehört habe, dass die eine Sonntagszeitung machen und gefragt habe, ob wir da mitmachen dürfen und habe behauptet, wir sind etwa an die 15 Leute. Wir saßen da zu zweit und haben gebibbert. Und tatsächlich hatten wir dann in einem Pitch das große Glück, Schirmacher und Kollegen zu überzeugen und durften da die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung machen, 2001. Das ist eine super edle, super Premium-Journalismus-Sonntagszeitung geworden, natürlich dank der Journalisten, die das da gemacht haben. Sie ist aber auch 5-mal World's Best Designed Newspaper geworden und das hat uns als kleines Büro dann wahnsinnig nach vorne geschnalzt. Übrigens für die englischen Kollegen hier, falls noch welche da sind, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Das ist der Grund, warum wir so langsam sind in Deutschland, wenn Sie sich diese Wörter angucken. Unfassbar. Was ich aber da auch gelernt habe, ein bisschen, was mich auch sehr fasziniert hat, ist, wie Journalismus eigentlich so geht, wenn es dann nicht mehr darum geht, welches Thema ist es eigentlich, sondern wie geht gutes Storytelling. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, also wie wandle ich Informationen in informative Unterhaltung. Das ist eine Geschichte aus der Sonntagszeitung. Frauen taugen nicht als Naturwissenschaftler, behauptet der Präsident der Harvard-Universität. Was weiß man über das Verhältnis von Gehirn und Geschlecht wirklich? Wenn Sie sich erinnern, wenn ihr euch erinnert, solche Studien kommen ungefähr alle 10 Minuten auf den Markt. Es geht immer darum, denken jetzt Männer oder Frauen anders oder nicht. Schirmacher hat dann einfach eine Karte gezeichnet. Diese Karte ist in einem Artikel gewesen. Anders denken heißt nicht anders sein. Dieser Artikel bezeichnet einfach eine Aufgabe. Die Aufgabe lautet, besuchen Sie das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt und erwerben Sie in der Kaufhof-Schuhabteilung ein paar Schuhe. Man sieht jetzt den roten Verlauf, das ist die Frau. Und man sieht den blauen Verlauf, das ist der Mann. Das hat einen kurzen Abschlenker noch im Mediamarkt gemacht, aber ansonsten relativ straight da reingedonnert. Das durchschnittliche Ergebnis war beim Mann 6 Minuten und 78 Euro. Die Frau hat immerhin 135 Minuten verballert und 408,20 € ausgegeben. Das fand ich toll, dass Leute sowas machen können. Ich habe dann in weiterer Folge den Auftrag bekommen, die gesamte digitale Familie der FAZ weiterzuentwickeln. Das war zwar ein toller Auftrag, aber ich wusste nicht, mit was ich mich da angelegt habe, nämlich mit dem Innenleben eines Verlags, der zutiefst miteinander zerstritten sah. Aber ich sollte das Webdesign überarbeiten, die neue Apps und für Smartphone und Tablet auf den Markt bringen. Ich habe nach 2 Jahren aufgegeben, ein bisschen was habe ich geschafft und habe zum Abschied den Herausgebern einen Kupferstich gemacht, weil das war eine der wenigen
bildlichen Darstellungen, die sie sofort als professionell akzeptiert haben. Das Bild hängt heute noch bei einem der Herausgeber in der Bibliothek, das er gemocht, geholfen hat es leider trotzdem nicht. Hier sieht man so ein bisschen die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Fraktionen in einem Verlag. Und ganz hinten links sieht man die digitalen Barbaren ranrücken und keiner will sich mit ihnen beschäftigen. Das war deprimierend. Dann habe ich andere Projekte gemacht, zum Beispiel die Taz überarbeitet, alternative Tageszeitung. Da haben wir Zeitung und Website grafisch überarbeitet. Das ist ein grandioser Haufen Journalisten. Die sind alle unterbezahlt und übermotiviert. Es ist wirklich... Nein, die sind einfach gut. Also so Headlines, die Art, wie sie Themen angehen, wirklich gut. Die sind auch sehr kommunistisch geführt, muss man sagen. Also ich bin da rein, habe wochenlang vorbereitet, schöne Designs, habe die denen gezeigt, aufgestellt, durchmoderiert, eine Stunde lang. Ich habe so geschwitzt, es war großartig. Dann wurde ich von einer sehr jungen, aber sehr smarten Frau eine halbe Stunde lang extrem rund gemacht. Und es war nicht schlecht, was sie gesagt hat. Manchmal fand ich es ein bisschen arrogant und übertrieben, aber im Grunde war klar, dieses Design ist komplett durchgefallen. Nach der Präsentation hat sich herausgestellt, die arbeitet gar nicht dort. Die war da nur zufällig. Aber in der Taz zählt wirklich jede Meinung. Wir haben es dann doch irgendwie hingekriegt. Wunderschön auch Tablet-Projekte. Zum Beispiel hier, das ist eine der aufwendigsten Tablet-Zeitungen, die es, glaube ich, auf der ganzen Welt gibt. Die haben wir zusammen mit Gabor Steingart gemacht. Also wie bringt man eine Wirtschaftszeitung aufs Tablet? Paid Content funktioniert da. Liebevolle Transitions, animierte Grafiken zum Beispiel, nur um ein kleines Detail zu sagen. Wir haben einen Backstage-Bereich eingerichtet, den sieht man da rechts. Das heißt, jeder Artikel, jeder Content hat einen Backstage-Bereich, aus dem, wenn der User drauf klickt, unendlich viel mehr Informationen zu einem Artikel dazukommen. Wir haben neben dem elektronischen angefangen, ein Visual Lab aufzubauen. Das ist inzwischen Deutschlands größte Infografik- und Motion-Agentur geworden. Hat der wunderbare Jan Schwocho, der, glaube ich, gestern oder vorgestern da war, bei uns gegründet, begründet und aufgebaut. Hier zum Beispiel eine seiner tollen Grafiken für die Welt am Sonntag noch. Warum heißt der Orca-Wal eigentlich Killer-Wal? Der heißt nämlich so, weil er 250 Kilogramm Fleisch isst, das ist umgerechnet ein Seelöwe mit 180 Kilo, 12 Pinguine und 25 Seemöwen und das ist der Kerl pro Tag. Hier ein paar andere Arbeiten, zum Beispiel für ein Industrieprojekt, Pipelinebau in der Nordsee, eine große Grafik, die wir beim Stern untergebracht haben. Was befindet sich eigentlich unter der Erde über die Jahreszeiten? Ist da unglaublich viel los. Größte Infografikstrecke, die der Stern, glaube ich, je gedruckt hat. Und das Ganze haben wir gemacht, weil wir leben in einem visuellen Zeitalter. Nicht, weil die Leute immer dümmer werden. Das ist streckenweise, wenn man sich manche Dinge anschaut, vielleicht auch der Fall. Aber es geht vor allem darum, die Welt ist viel komplizierter geworden. Unendlich viel komplizierter geworden. Die Menschen haben immer weniger Zeit. Viele Deutsche hier kennen die Sendung mit der Maus, das sind die Lach- und Sachgeschichten für Kinder, die sind 71 gestartet worden, bin ich auch geboren. Ursprünglich war die Sendung mit der Maus für 6- bis 12-Jährige konzipiert und das durchschnittliche Zuseheralter ist inzwischen 43 Jahre. Das ist schon ein Hilfeschrei. Also, zurück zu meinen vier Töchtern. Den Verlagen ging es damals nicht sehr gut. Heute geht es ihnen noch schlechter. Ich habe also überlegt, also Töchter wollen ja dauernd irgendwas, Katzen, Hamster, Hasen, Pferde, Studiengebühren. Es ist sehr aufwendig und ich musste mir was überlegen. Ich musste also was tun. Kann ich irgendwas für Unternehmen tun, was nicht Werbung ist? Weil Werbung hasse ich. Dazu gab es so ein kleines Erweckungserlebnis, also ich spiele Tennis, das sieht man mir jetzt nicht so an, aber ich spiele es trotzdem wahnsinnig gerne. Und ich hatte vor 7 Jahren einen Tennisarm, das ist echt eine Katastrophe, da kriegen Sie so ein richtiges pochendes Schmerzen hier am Ellbogen und Sie kriegen es einfach nicht weg. Das ist wahnsinnig lästig. Ich suche einen guten Arzt, der etwas dagegen tun kann, gegen den Tennisarm. Und wenn man sowas macht, gibt man ja bei Google nicht Orthopäde ein. Man gibt also nicht die Lösung für sein Problem ein, sondern man googelt mal sein Problem. Das war eine interessante Erkenntnis. Das Problem, das ich lösen muss, heißt nämlich Tennisarm und nicht, wo finde ich einen Orthopäden. Google Search
gibt dann folgende Liste raus, das mache ich jedes Jahr, weil mich dieser Kerl, den ich gleich erzählen werde, so fasziniert. Seit 7 Jahren ist unter den Top 10, was für Leute, die jetzt in der Kommunikation arbeiten, der helle Wahnsinn ist, für einen klassischen Editorial Designer vielleicht nicht so interessant, weil es ist wahnsinnig schwer, unter die Top 10 zu kommen. Da ist immer irgendwelche Krankenkassen, irgendwelche Fachzeitungen, irgendwelche Apothekerverbände und mittendrin immer ein Dr. Gumpert aus Frankfurt. Da dachte ich mir, das muss ja eine sensationell ausgefuchste Website sein, wie die im Alleingang solche Institutionen schlagt. Da haben wir die natürlich angeschaut. Das war ein Tiefschlag. Das war ein Tiefschlag. Also dieses hässliche Teil hier schafft es bis heute unter den Top Ten auf meinem wichtigen Wort sein. Wenn man aber hineingeht, sieht man plötzlich, das sind extrem tolle Features und Services. Man lernt sofort. Also man kann zum Beispiel testen, ob er einen Tennisarm hat oder nicht. Ich habe darüber gelernt, dass Börsenmakler auch sowas Ähnliches haben wie Tennisarme, aber von den nervösen Zuckungen auf dem Mauspad in Verbindung mit Golfarm. Ich bin dann dahin geflogen, weil das hat mich kommunikativ interessiert, wie der das schafft, wie viel Geld der aufwendet. Der gibt 300 Euro im Jahr aus und hat sich damals heute nicht mehr auch noch gewundert, warum er so viel Kunden von außerhalb von Frankfurt bekommt, weil ihm das noch nicht so richtig klar war, was er da eigentlich macht. Also wahnsinnig viel hilfreichen und liebevollen Content hinterlegt zu einem bestimmten Thema, das Leuten richtig hilft, und war plötzlich ganz weit vorne. Und ich habe eine Vespa, ich bin Vespa-Fahrer und habe mir dann noch andere Dinge zugezogen, zum Beispiel hier einen Rippenbruch. Inzwischen kann Gumpert auch auf Rippenbruch antworten. Zum Beispiel die Heilungsdauer von Rippenbruch, sehr interessant. Die Vespa war wirklich sehr, war schwierig. Ich hatte auch einen Meniskusriss. Meniskusriss an der linken Seite, auch hier kann Gumpert inzwischen helfen. Und überall schafft der Kerl, sich unter die Top 10 zu mogeln. Mit diesen wahnsinnig hässlichen Websites. Content Marketing in seiner Essenz ist also der Versuch, nicht mehr Werbung zu machen, mit dieser Werbung unglaublich aggressiv den Kunden nachzulaufen, bis sie es irgendwann hoffentlich wo sehen, sondern irgendwas zu machen, was Kunden wirklich hilft. Und das ist die Verbindungsstelle zwischen Marketing und Content, die inzwischen praktisch keine Branche mehr still lässt. Das ist definitiv besser als Werbung, fand ich. Und wenn Sie sich die Budgets anschauen, die Marketingbudgets von großen Unternehmen in den letzten 5 Jahren, haben die sich radikal verändert. Bereits über 30% der Marketingbudgets von großen Unternehmen werden für Content Marketing aufgewendet. Coca-Cola war einer der Vorreiter, hat als erstes seine Website von Promotion auf Publishing umgebaut. Intel macht ein sensationelles Technologiemagazin inzwischen. Ein holländischer Supermarkt namens Allerhand macht ein extrem schönes Webmagazin mit Kochen, Rezepten etc. Andere sagen, Mr. Porter macht ein exzellent gemachtes Modemagazin. Einfach statt einem Shop mit wunderschönen Illustrationen und Fashion-Fotografie. Hier sieht man so ein bisschen, Mr. Porter ist ein gutes Beispiel auch für, was ist so Content, den jeder haben kann versus relevanten Content. Die Titelgeschichte ist How to buy lingerie for a lady. Wenn Sie verheiratet sind, dann wissen Sie, das ist so eine Art Survival Guide für Männer. Fragt man vorab nach der Größe, was so ingenieurstechnisch gut wäre, weil man dann mit der richtigen Größe rauskommt, hat man sich natürlich voll in die Brennnesseln gesetzt, weil man die eigentlich wissen sollte. Fragt man nicht und hat die falsche Größe, das ist noch viel größere Katastrophe. Warum passiert das gerade? Warum wird Content immer wichtiger für Marken? Und warum wird Werbung immer schwieriger? Dafür gibt es viele Gründe. Ich will ein paar davon aufzählen. Erstens, das goldene Zeitalter der Werbung ist vorbei. Es ist einfach vorbei. Es war eine tolle Zeit, es hat Spaß gemacht, es gibt eine großartige Serie noch, aber es ist vorbei. Peter Glaser, ein Berliner Autor, hat mal geschrieben, das fühlt sich gar nicht mehr nach Werbung an, sondern wie Krieg gegen die Menschen. Und wenn Sie mit Behavioral Retargeting ein paar Tage erlebt haben, wo Sie einmal den Fehler gemacht haben, irgendeinen Sockenshop anzuklicken und Ihnen diese blöden verdammten Socken quer durchs Netz nachlaufen, auf Web, auf Blog, auf Shops, auf und Sie schon gar nicht mehr können, dann wissen Sie, was er gemeint hat.
76% der Konsumenten glauben nicht, dass Unternehmen überhaupt noch die Wahrheit erzählen. 65% fühlen sich durch Werbung kontinuierlich bombardiert. 68% der deutschen Werbung generiert einen negativen Return on Investment. Das ist eine sensationelle Statistik. Ich frage mich, wer den Auftrag gegeben hat. 54% der Amerikaner meiden den Kauf von Produkten, deren Werbung sie bombardiert. Also es kippt gerade. Die stehen vor dem Joghurtregal. Das sind 5 Joghurts. Die sehen dieses eine Joghurt, das jeden Tag ein Werbespot gesendet hat. Sagen sie, du nicht, du bist mir so auf den Keks gegangen die ganze Woche. 78% der Deutschen sind durch Werbung mehr irritiert. Nur noch 24% sehen die überhaupt bewusst und nur noch 12% können sich überhaupt an Werbung erinnern. Einer der Gründe dafür, dass Content Marketing sehr gut funktioniert, liegt natürlich an der Digitalisierung. Schauen Sie sich mal ganz kurz an, wie ein einzelner Artikel sich über mehrere Stunden durch das Netz verbreitet. Über Twitter, über Facebook, über Blogs, über Menschen, Likes, Tweets. Das ist eine Software, die New York Times vor 2 Jahren gemacht hat. Die heißt Cascade und die verfolgt einzelne Artikel durch das digitale System. Die Digitalisierung hat Content extrem wichtig gemacht, weil das können Sie mit Bannern nicht, das können Sie mit klassischen Anzeigen nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert wirklich nur mit Content, den Leute freiwillig weitergeben. Einer der anderen Gründe ist der, dass Smartphones so wichtig geworden sind. Auf Smartphones funktioniert Werbung schon überhaupt nicht. Sie schauen drauf, sie hassen, ich weiß nicht, hat irgendjemand hier mal in letzter Zeit auf so einen Werbebanner auf ein Smartphone geklickt? Also nicht irrtümlich, macht eigentlich kaum keiner mehr. Hier sehen wir übrigens gespanntes Warten auf den Papst auf dem Platz vor der Peterskirche, damals 2005, Papst Benedikt sollte ja ausgerufen werden. Man sieht hier ganz rechts im roten Kreis auch einen Early Adapter mit einem lustigen Klappphone. Also Petersplatz ist kein Tempel der Early Adapters. Sie sehen also, das ist der Moment, wo der neue Papst ausgelobt wird. Dieselbe Situation gibt es ja mit Franziskus, dem Nachfolger, nochmal 2013. Ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied sehen. Das ist schon grandios, oder? Die haben alle keine Kerzen und Gebetsbücher mehr, sondern nur noch Smartphones und Tablets. Der digitale Fortschritt hat die konservativste Institution der Welt übernommen. Und es ist statistisch inzwischen wahrscheinlicher, einen Flugzeugabsturz zu überleben, als auf einen Werbebanner zu klicken. Also auch Mobile braucht Content-Strategien. Alle brauchen sie Artikel. Das goldene Zeitalter von Werbung ist vorbei. Das Zeitalter der relevanten Inhalte hat begonnen. Ich zeige Ihnen ganz kurz, weil ich da heute nicht so viel Zeit habe, Beispiele unserer Arbeit. Ich gehe da nur ganz kurz durch. Ich freue mich, wenn Sie mich kontaktieren wollen, mehr darüber wissen wollen. Das sind so zum Beispiel für Volkswagen machen wir ein sehr komplexes Content-Marketing-Programm. Volkswagen hat uns gesagt, unsere Zielgruppen flüchten immer mehr vor Werbung. Wie können wir mehr Kunden mit Reportagen, mit Lifestyle, mit Technologiethemen etc. erreichen? Wir haben eine neue Content-Plattform entwickelt, ein Webportal, Mobile Apps, ein gedrucktes Magazin. Hier sieht man so ein bisschen das Magazin. Im Hintergrund sieht man auch iPad-Animationen und interaktive Installationen, die wir da machen. Das ist eine sehr eigene Sprache, die wir da entwickeln mussten, weil Volkswagen sehr breit aufgestellt ist. Darstellung aus Magazin und Tablet-App zum neuen Golf zum Beispiel. Hier sieht man ein bisschen das zentrale Portal. Hier ist ganz wichtig, Content braucht kein eigenes User Experience Interface. Content ist das User Experience Interface. Alles muss für sich selber sprechen. Es ist ein responsive Design, damit es auf jedem Design-Device funktioniert. Es hat eine klare, fluide, ein sehr einfaches Design, saubere Typografie, eine präzise Sprache, viele liebevolle Interaktionen. Das meiste gute Wohlgefühl, das man mit Webseiten hat, entsteht eigentlich in den Details. Kleine Parallax-Effekte, kein eigenes Fenster für Videos oder andere Medienformate, alles integriert. Hier ist so eine typische Geschichte. So Automarken sind immer wahnsinnig fantasievoll beim Erfinden von Themen. Die sagen dann, mach doch was über einen Stau, das interessiert jeden. Wir haben dann protestiert und gesagt, kein Mensch interessiert das, alle hassen ihn. Wir haben dann geredet, wie machen wir das? Phänomenologie des Staus. Warum sind Menschen so schlechte Staufahrer und von wem könnten sie eigentlich lernen? Wir haben dann mit Verhaltensforscher haben wir interviewt, vor allem Tierforscher, und sind dann draufgekommen, die besten Staufahrer sind eigentlich Ameisen.
und haben das dann einmal erklärt, mit welchen Taktiken und Strategien die Ameisen es schaffen, keine Kollisionen zu machen, immer geregelt im richtigen Abstand zu gehen, damit umzugehen. Noch nie haben wir beobachtet, dass eine Ameise absichtlich eine andere überholt hat. Das ist meine Lieblingszeile drin gewesen. Ganz, ganz viele liebevoll gemachte Geschichten. Ich wünschte, ich könnte mehr davon zeigen. Im Hintergrund ist was ganz anderes, was sehr Kommerzielles und Böses. Die Marken machen das natürlich nicht aus Spaß. Das ist wirklich aus unserer Präsentation. Solche Charts bauen wir da. Und die schauen dann da drauf und sagen, ich verstehe es nicht, aber es scheint irgendwie wichtig zu sein. Eine Monstermaschine, die letztendlich helfen soll, einfach übertragen, Leads zu generieren, beispielsweise Probefahrten. Ich sehe also, jemand beschäftigt sich sehr stark mit Familienautos. Ich gehe davon aus, dass das also eine Person ist, die eine Familie hat und fange dann an, den mal hin und wieder zu fragen, willst du ein Newsletter haben und guck mal, wir haben hier eine Probefahrt oder sowas. Die machen das nicht nur zum Spaß. Dahinter sind also komplexe Verbreitungsstrategien, vor allem in Social Media, durch Content Seeding. Wir machen Kampagnen dazu, wir machen Suchmaschinenoptimierung und wir tracken sehr genau die Erfolgskriterien, sodass letztendlich das Programm ist in 25 Ländern ausgerollt führt überall zu enorm steigenden Traffic. Sobald Sie sich mit Content beschäftigen, statt diesen blöden, dämlichen Werbewebseiten, fangen an, die Zugriffe exorbitant zu steigen. Einer der Gründe, warum wir wahnsinnig gern für Volkswagen arbeiten, ist, dass die Porsche gekauft haben. Und für die dürfen wir jetzt auch arbeiten. Das Content-Programm dort heißt Christophorus, das ist der Schutzheilige der Reisenden. Hier so ein paar Impressionen aus dem Heft, was wir da machen dürfen. Die besten Kurven der Welt zum Beispiel oder eine neue 911er. Und wir muss gestehen, wir machen das natürlich vor allem wegen der Möglichkeit, die Autos günstig auszuleihen. Aber auch, weil die zum Beispiel, sieht man hier so ein bisschen, das ist die iPad-App, die wir für sie machen dürfen. Wir dürfen wahnsinnig viel experimentieren. Was bedeutet das eigentlich, Geschichten zu erzählen, wenn ich Touch drinnen habe, wenn ich also selber Dinge verschieben kann? Zum Beispiel kann ich beim Interview sagen, ich möchte die dritte Frage lesen, die ersten zwei interessieren mich nicht oder andere Dinge. Fluide Navigation, ein super Kunde und wie gesagt, sehr günstige Leihpreise für die Autos. Wir beraten auch Unternehmen dabei, wie sie damit umgehen sollen, mit diesem großen Content-Thema. Für viele ist das eine Revolution, Content-Revolution. Die stellen ihre Kommunikation um, die überlegen, wie können wir damit umgehen. Wir beraten sie strategisch. Wir glauben, dass jedes Unternehmen einen Newsroom bekommt, so wie ein normaler Verlag auch einen Newsroom hat. Also wo Journalisten zusammen mit Designern und Strategen überlegen, was können wir eigentlich heute sagen, was können wir heute produzieren. Und wir haben für die Munich Re mal zum Start so eines Projekts einen kleinen Film gemacht, um denen so ein bisschen zu zeigen, wie wird das in 5 Jahren sein mit euch. Munich Re ist der größte Rückversicherer der Welt. Er ist in München, wie der Name schon sagt. Und die haben gefragt, welche Rolle wird Content in der Zukunft für uns spielen? Und wir haben einen kleinen Film gemacht, der das simuliert, und zwar einen Tag, ich glaube 2020, für die Munich Re durchgespielt. Und das Thema ist, das US-Netz bricht mal wieder zusammen wegen der Hitze. Das ist für die Munich Re aus vielerlei Gründen wichtig. Erstens ist es ein Schadensfall, die müssen das alles bezahlen. Zweitens müssen sie die Politik dazu bringen, da mehr darüber nachzudenken, dass die da Vorkehrungen treffen, damit das nicht wieder passiert und die nicht wieder zahlen müssen. Drittens müssen sie ihren Kunden erklären, was das für sie bedeutet, vor allem den Versicherungen und so weiter. Ich zeige euch das kurz mal. Die Zukunft gehört den Einflussreichen. Je komplizierter die Welt, desto wichtiger ihre Erklärung. Doch wer mitbestimmen will, wie die Welt gedeutet wird, braucht vor allem Reputation. Ein Morgen im Jahre 2020. In New York beginnt der Tag mit besorgniserregenden Nachrichten. Eine Rekordhitzewelle hält die Metropole in ihrem Griff. Stromausfälle drohen weite Teile der Großstadt lahmzulegen. Eine Krise mit möglicherweise globalen Auswirkungen? Im Newsroom der Munich Re treffen aktuelle Daten auf nachhaltige Expertise. Die Analysen der Munich Re sind journalistisch und grafisch die Benchmark für das Erklären komplexer Zusammenhänge. Der Munich Re-Experte kann die Situation verlässlich einschätzen und mögliche Risiken aufzeigen. Diese Analyse gelangt über viele Kanäle in die Öffentlichkeit. Mit wichtigen Influencern kommuniziert die Munich Re direkt. Den Kampf um Aufmerksamkeit gewinnt 2020 nicht die schnellste Nachricht. Es gewinnt die beste Deutung.
Die Experten der Munich Re genießen höchstes Ansehen. Ihre Analysen werden dankbar aufgegriffen. Die Einschätzungen der Munich Re erreichen die Politik. Der Handlungsdruck auf die Entscheider steigt. Und die Munich Re gilt als verlässlicher Partner. Der Einfluss der Munich Re hat sich per Influencer verstärkt. Weil klassische Medien an Bedeutung verlieren, besetzen Unternehmen wichtige Themen selbst. Botschaften der Munich Re dringen durch, wo Werbung und PR versanden. Kunden der Munich Re erhalten maßgeschneidert Analysen und Handlungsempfehlungen. Welche Branchen sind unmittelbar betroffen? Wo liegen langfristige Herausforderungen? Die Kunden fühlen sich optimal versorgt. Die Krise ist mittlerweile Thema auf der politischen Bühne. Die Munich Re ist mit ihrer Expertise präsent. Die Karriere des Themas hat sie maßgeblich mitgeprägt. Am Ende eines Arbeitstages mag die Krise noch andauern. Doch ihre Deutung ist eine andere geworden. Für die Munich Re wird sich die Einflussnahme auszahlen. Das macht riesigen Spaß, solche Filme zu machen. Für Kunden. Ihr habt übrigens auch die Hälfte unserer Mitarbeiter gesehen da drin, weil wir uns keine Schauspieler leisten konnten. Aber im Prinzip ist das ein neues Denkmodell für die Unternehmen. Die fangen gerade erst an zu verstehen, was es bedeutet, mit Content zu arbeiten. Im Kern dieser Arbeit, und deswegen fasziniert sie mich so, auch wenn ich ein bisschen den Pfad der reinen Lehre verlassen habe, steht aber der Content selber. Der Grund, das menschliche Hirn liebt Geschichten. Es ist optimiert auf Storytelling, um zu rationalisieren. Das hat die Evolution so eingerichtet, weil wir einfach immer zu viel Informationen gleichzeitig verarbeiten müssen. Wir brauchen Geschichten. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Inhalten und Geschichten. Inhalten sind das Rohmaterial, die Rohmasse. Geschichten sind, wie erzähle ich sie? Ich möchte zum Abschluss noch mal kurz ein gutes Beispiel dafür zeigen aus der Autobranche wieder. Ich sehe gerade, ich bin sehr autolastig heute. Jedes Jahr gibt es Automessen. Automessen sind unglaublich langweilig. Man hat also sehr viele Autos, die rumstehen. Man muss also wirklich ein Freak sein, um sich das anzuschauen. Neue Automodelle, es gibt irgendwie dämliche Lasershows. Es gibt Ersatzteile und Lenkräder und Stoßdämpfer und Kekse und alles Mögliche. Hier ein typischer Bericht von der Automotorsport über eine Automesse. Andere Kollegen haben sich dazu mal was anderes überlegt. Und zwar, er sagt, wir wollen uns ein bisschen damit beschäftigen, wo schauen die Leute eigentlich hin auf so einer Automesse. Das ist ein Augenfolgemessgerät. Das kann messen, wohin wir schauen, wenn wir etwas betrachten. Das haben die in die einzelnen Messestände hineingestellt und dann geguckt, wohin schauen die eigentlich und wie stark. Und daraus ist folgende Geschichte entstanden. Als erstes waren wir beim Audi R8. Das ist ein sehr cooles Auto. Das ist auch eine sehr hübsche Frau. Das sind die Hostessen, die da immer unweigerlich dabei stehen. Aber das Auto hat 97% der Aufmerksamkeit bekommen und die Frau gerade mal 3%. Das ist ein typisches deutsches Ergebnis. Deswegen gehen wir weiter zu Maserati. Viel ausgewogener. Auch da sehr schönes Auto, auch sehr schöne Frau. Das Auto hat noch knappen Vorsprung von 52%, während die Dame gut aufgeholt hat auf 48% der Aufmerksamkeit gekommen ist. Wir gehen weiter zu einem koreanischen Fabrikat, das ich nicht so richtig kannte. Das Auto heißt SsangYong. Das sind, glaube ich, eineiige Zwillinge und ich weiß nicht, warum nur die rechte Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist mir ein Rätsel. Das Auto hat 0,9% der Aufmerksamkeit bekommen und die Frau 99,1%. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu einem Spezialfall, auch wieder ein deutsches Auto. Das war ein bisschen anders. Das ist ein Skoda Fabia, nicht unbedingt das schönste Auto, hat immerhin noch 0,2% der Aufmerksamkeit bekommen. Die Frau 0% und die Kekse im Vordergrund 99,8%. Das ist der Unterschied zwischen Content und Storytelling. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn ich euch ein bisschen für ein neues Thema bewerten kann.